Wenn Sie die Aufgabe durchlesen, werden Ihnen zwei Sachen auffallen. Erstmal sind Sie gerade eben sicherlich vor orgiastischen Zuckungen am Boden gelegen und haben sich ob dieser wunderbaren Formulierung gefreut, wie ein Schneekönig. Zweitens wird Ihnen aufgefallen sein, die Formulierung ist eigentlich ähnlich wie die letzte Teilaufgabe. Das heißt, wir fangen natürlich auch ähnlich an. Der Punkt Q hat als y-Wert f von u, deswegen weiß ich wieder, es geht um die Funktion f von x. Ungünstig gezeichnet. F von x sieht in etwa so aus. Er liegt wieder, der Punkt liegt wieder zwischen x gleich 0 und x gleich 2,77. Also falls Sie 2ln4 eintippen, merken Sie es, 2ln4 ist so bei 2,77, 2,8, irgendwie sowas. Und diese minus 2,77 ist zufällig die Nullstelle von der Funktion. Das heißt, ich weiß also, q liegt irgendwo auf der Funktion f von x und hat den x-Wert zwischen 0 und der Nullstelle. Also liegt q wieder irgendwo in diesem Bereich. Zum Beispiel hier. Egal, wo ich ihn einzeichne. Und es geht wieder um die Parallele zur x-Achse und die Parallele zur y-Achse durch diesen Punkt. Das heißt, die beiden Parallelen. Und diese beiden Parallelen bilden mit den Koordinatenachsen ein Rechteck. Das Rechteck. Jetzt dreht sich das Rechteck um die x-Achse. Wenn sich ein Rechteck um eine Achse dreht, entsteht ein Zylinder. Das heißt, hier entsteht mir ein Zylinder, während dieses Rechteck hier so um die x-Achse kreist. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, dass das jetzt ein Zylinder ist. Auf jeden Fall, das ist die Höhe vom Zylinder. Also der Kreis ist da unten der Grundkreis, also eigentlich liegt der Zylinder. Und das da, beziehungsweise das da, ist der Radius vom Zylinder. Und jetzt soll ja das Volumen von diesem Rotationskörper, also das Volumen vom Zylinder, soll maximal werden. Dazu wischen wir das mal weg, weil wir brauchen Platz. Das heißt, Sie nehmen sich jetzt erstmal die Formelsammlung her und schlagen mal nach der Formel fürs Volumen vom Zylinder nach. Sie werden finden, Volumen vom Zylinder ist Pi mal R Quadrat mal H. Also brauchen wir einen Radius vom Zylinder und wir brauchen die Höhe vom Zylinder. Der Radius vom Zylinder ist eine senkrechte Strecke. Und deswegen ziehe ich die y-Werte voneinander ab. Also ich nehme wieder den oberen y-Wert minus unteren y-Wert. Denken wir mal beim Radius an die untere Zeichnung. Der obere y-Wert ist die x-Achse, hat also den y-Wert 0. Der untere y-Wert ist der y-Wert von q. Hat also, ich habe es jetzt weggewischt, q hatte den y-Wert f von u. Die Höhe vom Zylinder ist eine waagerechte Strecke. Und waagerechte Strecken bestimme ich immer, indem ich die x-Werte voneinander abziehe. Also nehme ich hier den rechten x-Wert minus den linken x-Wert. Der rechte x-Wert, der endet hier bei der y-Achse. Das heißt, mein rechter x-Wert ist 0. Der linke x-Wert, das ist der beim Punkt q. Und q hatte den x-Wert u. Wenn ich das also jetzt zusammentrage, was ich habe, dann weiß ich, das Volumen von meinem Zylinder ist Pi mal R Quadrat. Das ist
Die 0 kann ich mir sparen, minus f von u Quadrat mal h ist 0, spare ich mir wieder, minus u. Eigentlich kann man es ab jetzt auch schon wieder in den Taschenrechner eingeben. Ich vereinfache es mal ein bisschen. Wenn ich minus quadriere, wird es zu plus. Das heißt, es wird pi mal f von u Quadrat. Das minus u macht das Ganze zu minus. Das Minus schreibe ich nach vorne. Eben müsste ich alles nicht, kann ich aber. Und ab jetzt gebe ich es in den Taschenrechner ein. Das heißt auch hier wieder, wenn Sie mit CAS arbeiten, können Sie das genauso definieren und Maximum bestimmen. Wenn Sie mit dem GTR arbeiten, dann geben Sie hier wieder eine Funktion ein, zum Beispiel eine vierte Funktion, die lautet minus pi mal f von u ist unter y1 gespeichert, also y1 Quadrat, und das u ist mein x. Die lassen wir zeichnen und bestimmen ein Maximum. Egal, ob Sie jetzt mit dem CAS oder mit dem GTR arbeiten, Sie werden ein sehr seltsames Maximum kriegen. Falls Sie sich diese Funktion zeichnen lassen, wird sie sehr komisch aussehen, sehr hoch. Sie müssen ein bisschen mit dem Window rumspielen. Irgendwann mal, hoffentlich, kommen Sie auf das Maximum bei minus 1,728 und 81,20 gerundet. Jetzt müssen Sie natürlich wieder wissen, was das alles bedeutet. Der x-Wert ist mein u. Das suche ich. Minus 1,728. Der y-Wert ist mein Volumen. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Das heißt, die Antwort für diese Aufgabe ist u gleich minus 1,728. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.